Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast Whistleblower. Ich vermute, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich die Begrüßung gemacht habe. Ich hoffe, das ist auch das letzte Mal, weil dann war es das mit unserem lieben Outlast. Aber wir wollen nicht den Tag vor dem Abend loben, denn es kann jeden Moment noch heiter weitergehen. So, wir haben wieder einen Brief. Betreff Rudolf Wernigs Ausstieg. Sehr geehrte Herren, den Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus dem tragenden und finanziellen System von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken, welche ihm netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Ja. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung des Patienten bla 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 und bla 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 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über die offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit dem Patienten Billy Hope und seinen eigenen Gebrechlichkeiten so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass es lange gut funktioniert, aber jetzt lässt wir noch. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschmiert ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granat. Helen Granat. Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ach du Scheiße. Schadensbegrenzung bedeutet aber auch nicht so viel Gutes. Ja, es geht heiter weiter. Wie gesagt, nicht den Abend vor den Tag vor dem Abend. Die häckseln ja gerade nochmal alles ab. Zum Glück sehen die uns nicht. Das heißt natürlich noch, wenn die auf uns schießen, ist da mal schon den Outlast 1. Hier ist er ja nochmal, Trager. Wir haben ihn schon in der letzten Folge genug begutachtet. Ich will ihn mal alleine lassen. Denn er ist nun hinüber. Zu. Hier nochmal die Kirsche von der Seite. Auch das brennende Kreuz. Wir haben eine Notiz. Das ist gut. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Nicht mehr hier. Speichert. Tageslicht? Sowas existiert hier? Kann nicht sein. Ich bin gerade etwas deorientiert. Sind wir hier nicht ganz am Anfang eingestiegen?
ich erinnere mich auch noch an den Fernseher, der genauso dieses Flimmerbild hatte. Was ist mit der Tür los? Da vorne ist helles Licht. Ein letztes Dokument. Dokumente. Drei blinde Träumer. Warnung. Level Triple Schwarz. Ui, dreimal schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, psychischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für das Personal innerhalb von 500 Metern. Für den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellung sollte nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über den Patienten, bla bla bla, bla 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 und bla bla bla. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben, wenn ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Warte mal, schaut mal gucken, von wem das kommt. Von ARD. Ach, Zeichen eingeschrieben. Was will uns der Lehrer warum sagen? Die Toiletten. Wir laden nach. Nun können wir doch mal etwas verschwenderisch sein. Dann machen wir zu. Kommt mir irgendwo alles bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Die Eingangshalle. Die Library ist zu. Die Library, oh Gott. Ist alles zu. Ist nicht die Eingangshalle. Es ist irgendwas anderes, auch nicht die Eingangshalle. Kommen wir jetzt in die Eingangshalle? Sieht so aus. Der berühmte Rollstuhl hat uns hat uns da nicht verschleppt. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. Help me up, please. Kurz mal Notizen. Jeremy Blair. Ah, so hieß die Sau. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte heute mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung an ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden, tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Das ist das Ende? Habe ich die Vermutung. Nein!
Ja. Oh Gott. Das ist das letzte, womit ich jetzt gerechnet habe. Das allerletzte. Los, steh auf. Steh auf, komm. Nicht sterben. Es geht vorwärts, komm. Steh auf. Wir sind draußen. Boah, die Sonne. Alter, wir sind draußen. Wir haben es bezwungen. Wir haben es eiskalt bezwungen. Und ich habe gedacht, wir kommen nicht mehr raus. Ja, geil. Wir haben es wirklich geschafft. Aber was sind denn das für Jeeps? Da steht das Auto. Noch ein letztes Mal zurückgucken. Die Türme. Wir rennen nicht, nein, wir rennen nicht. Der Raum ist zu. Wir können ins Auto. Da kommt was. Nein, 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 nein. Vor zurück, vor zurück, vor zurück. Mach einen Gang rein, mach einen Gang rein. Lass die Kupplung schnappen. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Outlast, hallo? You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Müssen wir? Was steht denn da drauf? Murkoff/Wallwider_Projekt.zip. Oh. Ich verrate mal lieber nicht, dass ich auch eine Projekt Wallwider Datei bei mir auf dem Desktop habe. Aber das veröffentliche ich mir jetzt. Ja, ich habe die Vermutung, Outlast hat ein Ende gefunden. Heilige Scheiße, oh Gott. Das war was. Hier, Philipp Morin, Philipp Morin. Da, 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 seht ihr uns da oben? Auf der Maus? Ja, da, Philipp Morin. Das gerade, das war der Maus. Hier, nee, hier ist er. Philippe Morin. Das war er. Kai wird verstehen, was ich meine. Oh Gott, ah, logisch, Outlast, was für ein Spiel. Muss man echt schon sagen, es ist einfach nur krank. Chris Walker hier, Vater Martin, Rick Trager, Wernicke, Eddie Kluskin, Jeremy Blair, Frank Manera,
Oh Gott, schließen wir das gerade alles durch hier. Samuel LeFlame, der Typ, der hat einen YouTube-Kanal, übelst geil. Ja. Oh, hier haben sie sogar noch die vom Chor aufgelistet. Dann die ganzen Leute, die die Musik gemacht haben. Samuel LeFlame ist auch mit drin. Sind es irgendwelche bekannte Gesichter? Nein. Ja. Und ich denke, ja, wir lassen den Vorspann jetzt mal komplett auslaufen. Ich mute mich an der Stelle. Und wir machen noch eine Auswertungsfolge und sehen uns in der Auswertungsfolge wieder.